Ja, Roboter, Roboter kennt ihr alle so und vielleicht aus Star Wars oder aus Futurama. Und eine gewisse Faszination haben diese Roboter, ja, weil sie sind uns Menschen recht ähnlich. Also ich weiß nicht, ob Roboter wirklich rauchen, aber das Verhalten von humanoiden Robotern ist Menschen sehr ähnlich. Und das bringt mich auf die Frage, wie sich vielleicht ein humanoider Roboter auch in der Lehrerbildung einsetzen lässt. Warum Lehrerbildung? Ich selbst bin in der Lehrerbildung tätig und dachte mir, so ein niedliches Ding wie Pepper könnte sicherlich auch gute Dienste in der Lehrerbildung leisten. Anschaffungskosten sind moderat, 20.000 Euro und erinnert weitgehend auch an einen Schüler und eine Schülerin. Ja, ich dachte mir, Roboter könnten vielleicht ein gutes Simulationsobjekt sein, weil sie ja Schülerinnen und Schülern so rein äußerlich recht ähnlich sind und auch vom Verhalten Kindern auch ähneln. Also Roboter können auch Fragen stellen beispielsweise oder auch ein bisschen dämlich sein. Und deshalb dachte ich mir, das eignet sich recht gut als Simulationsobjekt. Die Ausgangssituation ist die, dass Lehrer in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet werden sollen, in komplexen Situationen richtig zu reagieren. Und ich dachte mir, so ein Roboter, der kann sich auch vielleicht mal dämlich anstellen oder mal eine unbequeme Frage stellen und einen Lehrer auch mal herausfordern, an die Grenze bringen. Und das ist eigentlich so die Ausgangssituation. Und ich dachte mir, eine Idee könnte ja sein, Umgang mit Heterogenität als Ziel oder Umgang mit Unterrichtsstörungen zu simulieren mit Hilfe eines solchen Roboters. Das Ganze hochstandardisiert. Das heißt, ich kann das auch für die Forschung beispielsweise nutzen und eine Situation generieren, die komplett wiederholbar ist. Genau, das sind so die zwei Ideen, die ich so dachte. Und ich dachte, ja, man könnte einen Prozess daraus generieren. Ich analysiere erst typische Situationen, zum Beispiel eine Störung im Unterricht. Das Ganze wird dann simuliert und transferiert dann wirklich in ein Handeln durch die Lehrperson. Also beispielsweise im Unterrichtslabor könnte so etwas gut stattfinden. Also jetzt weniger vielleicht an der Schule, aber vielleicht in einem Unterrichtslabor an der Uni. Ja, und so etwas ließe sich natürlich auch forschungsseitig abbilden. Also man könnte verschiedene Szenarien sich überlegen. Einmal ganz ohne eine Störung, dann mit einer menschlichen Störung, auch eine robotoide Störung. Und einmal schauen, wie professionell reagiert eigentlich die Lehrperson auf diese Störung, um das Ganze beispielsweise filmisch zu analysieren und auszuwerten. Dann das Stichwort Lehrprofessionalität, also Umgang mit Fragen. Also wie antworte ich adäquat auf eine Schülerfrage? Hier auch wieder ein ähnliches Setting, ohne Fragen, menschliche Fragen. Robotoide Fragen. Solche Dinge sind vorstellbar, ist noch nicht realisiert, aber das sind jetzt einfach mal Ideen. Ja, und das Zweite ist so, dass ein Roboter eigentlich auch ein ganz gutes Assistenzsystem sein kann. Sie kennen alle Siri oder können ihr Handy fragen, wie wird das Wetter heute? Ein Roboter kann es auch und kann entsprechend auch eine Hilfe anbieten. Und ich dachte mir, oh, so ein Assistenzsystem wäre vielleicht auch ein Untersuchungsgegenstand, um das Ganze in simulierten Lehr-Lern-Situationen einzusetzen. Ja, und die Frage dahinter ist eigentlich, wie können Roboter vielleicht Lernprozesse proaktiv unterstützen? Also sind die überhaupt eine Hilfe? Sind die eine reelle Hilfe, die Lernende dabei unterstützen, sich Wissen anzueignen, indem sie Zugang zum Internet als Wissensressource haben und das auch bereitstellen können? Eine weitere Frage ist ja, ob Roboter vielleicht kollaborative Lernprozesse unterstützen können, ob die vielleicht dazu geeignet sind, Schülerinnen und Schüler mit speziellem Lernbedarf entsprechend zu unterstützen, also individualisierter Unterricht. Oder ist es vielleicht auch möglich, Einfluss zu nehmen auf das Klassenklima durch Roboter? Also in Japan gibt es ja verschiedene Studien, dass in Altersheimen das ein positives Erleben hat auf die Betroffenen. Also sowas wäre auch in der Schule denkbar. Ja, die Herausforderung ist einfach, menschliche Interaktion ist sehr komplex. Also das lässt sich schwer mit der Maschine abbilden. Und Roboter lernen einfach halt nicht so wie Menschen. Das ist auch die Limitation an dieser Technologie. Weitere Voraussetzungen sind künstliche Intelligenz, ist nicht gleich menschliche Intelligenz. Also wenn wir hier von intelligenten Maschinen sprechen, dann muss man das immer mit Vorsicht betrachten. Also solche Maschinen sind durchaus sehr beschränkt. Also manche sagen auch dumm. Aber man kann auch diesen Nachteil vielleicht als Vorteil für diese Simulationen nutzen. Und ja, also ein Roboter macht halt prinzipiell das, wofür er programmiert ist. Und da muss man mal schauen, ob das State of the Art, die Technik, ob das reicht, diese komplexen Szenarien abzubilden. Der nächste Schritt, ich suche aktuell einen Sponsor, um ein Gerät anzuschaffen, innerhalb der Uni oder auch im Verbund. Wir suchen einen Partner, die auch Lust haben, da was auszuprobieren. Und die Idee ist dann, nächstes Jahr mal so ein forschungsorientiertes Seminar bei uns mit dem Fachbereich Informatik zusammen zu realisieren, bei uns im Unterrichtslabor.
An der Stelle ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen, Anregungen bitte notieren. Wenn es Leute gibt, die sagen, das interessiert mich oder wir haben da auch schon Ansätze, ich bin da sehr offen, kommt da einfach auf mich zu. An der Stelle ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.